So, jetzt haben wir es das und jetzt kommt etwas, was man bisher leider sträflich vernachlässigt hat, meine Damen und Herren. Heute im Technik- und Motorteil der Frankfurter Allgemeinen. War das zu wenig Überleitung zwischen den beiden einzelnen Dingen? Nein, wieso das denn? Das ist doch schlecht. Bitte, kann man schon sagen. Ja. Weil Boggy hat ja zum einen auch oft Türklinken in der Hand gehabt und in dem Boggy-Film gaben sich ja die Superstars die Türklinken in die Hand. Mhm. Ja? Und hier heute im Technik- und Motorteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung endlich mal mit der Hand auf Entdeckungsreise. Eine Analyse der Situation der Türklinken in Deutschland. Viele haben das bisher überhaupt nicht gewusst, sondern greifen einfach sinnlos, ohne nachzudenken, jeden Tag an jede Türklinke, die sich ihnen darbietet. Aber so eine Türklinke ist nicht einfach eine Klinke. Das hier zum Beispiel ist der Frankfurter Klassiker. Das hier ist die Ergo Super Klinke. Türklinke heißt übrigens offiziell Türdrücker. Da passt sich die Hand sozusagen automatisch rein. Und das hier ist eine Reitstallklinke. Die ist nämlich ganz schmal. Warum? Damit das Zaumzeug sich nicht verfängt. Ja, das ist alles durchdacht. Damit das Zaumzeug nicht in der Klinke hängen bleibt und sie nach dem Voltigieren. Ja. Der Türdrücker, die vertikal, Sie haben sich noch nie Gedanken gemacht, habe ich recht, wie eine Türklinke funktioniert. Die Vertikalbewegung der kraftausübenden Hand wird unter praktischer Anwendung des Hebelgesetzes in eine Drehbewegung des Vierkantstifts umgesetzt, der im gleichfalls viereckigen Loch der Schlossnuss sitzt und dort den öffnenden und schließenden Mechanismus in Gang setzt. Das ist alltägliche Physik zum Anfassen. Was ist eigentlich dieses Hebelgesetz? Das habe ich auch nicht kapiert. Haben wir das hier? Ja, wir haben das hier. Hier. Was ist das Hebelgesetz? F1, was heißt dieser Pfeil, Vektor? Nur, es ist eine Kraft F1 und eine Kraft F2 und ich glaube, wenn die aufeinander wirken, dann gleichen die sich aus. Aber das ist wahrscheinlich völlig falsch. Ich habe das mir auch eben erst in 2 Minuten angelegt. Ja, aber einerseits, so funktioniert eine Türklinke. Wer hätte das jetzt wieder gedacht? F1, F2 und die Tür ist auf. Ja, und Otel Eicher, einer der großen deutschen Designer, hat das 4 Gebote des Greifens hat er formuliert. Der Daumen soll wie von selbst seinen Platz und der Zeigefinger seine Richtung finden. Das heißt, wenn das die Klinke ist, der Daumen hängt ja normalerweise so, wenn Sie rankommen. So, so. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, dass eine Klinke so konstruiert ist. Ja? Gleichzeitig möchte die Hand ballig gestützt sein. Ballig gestützt und ausreichend Greifvolumen. Ja, jetzt kommen Sie ins Grübeln bei Ihren Klinken zu Hause. Oder? Wir haben mal für Sie 10 der schönsten und wirklich, ich muss ehrlich sagen, Mailand, da dürft ihr neidisch werden. Kein Wunder ist Deutschland eine führende Klinken- und Designnation. Meine Damen und Herren aus Baumärkten und Fachgeschäften. Hier, die Türklinke Berlin, Klammer Gera, ein Traum, ein Traum. Schauen Sie sich das an, Berlin, das ist das Obermodell und Gera ist dieses Geschwungene. Zum Beispiel hier haben wir Modell Ulm, für Menschen, die sich dem Antiken verpflichtet fühlen. Sehr stilistisch, da muss natürlich die Wohnung drumherum dazu passen. Sie können nicht einfach Klinke Ulm an der Tür haben, die aus Plexiglas ist oder so. Das muss ja schon echt auf dem Flohmarkt zusammengetragen sein. Ja? Und das heißt, Name Schatz, erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen. Das heißt, mein Finger und mein Daumen kommen in der automatischen Richtung. Die Hand ist ballig gestützt. Nur für mein Gefühl her könnte es ein bisschen mehr Griffvolumen haben. Aber dafür gibt es ja Klinge Frank. Bitte? 248,28 Mark für eine Türklinke. Und die geht auch nicht anders auf als Bedford, Modell Donau für 29,90. Und wissen Sie, was da in der FAZ empfohlen wird? Es wird empfohlen, verschiedene Klinken an die Türen ranzumachen. Und zwar auch innen und außen. Und an Ihre Lieblingstür. Ich weiß nicht, wo die bei Ihnen ist. Im Arbeitszimmer oder im Gästetoilette oder im Bad oder ich weiß nicht wo. An die Lieblingstür wechselnde Klingen ranzumachen.
heute ist es die Gera. Nach einer Zeit hat man Gera irgendwie satt. Ja, und dann freut man sich schon morgens, wenn man sagt, hu, Amsterdam. Hier. Dieses Modell kann nur Weimar heißen. Die Hauptstadt der deutschen Klassik. Hier wurde nichts verändert. Das ist Original Goethezeit. 33, 55. Und was mich jetzt jemand, der sich erst heute in die Welt der Türklinken einarbeitet, wieder irritiert. Weimar ist doch ein Klassiker, ist Gold. Ist nur halb so teuer wie Hewi, gelb. Und wer kennt das nicht aus Klassenzimmern, Gesamtschulen? Anonym Alkoholiker treffen. Diese Klinke haben wir hier in der Firma. Ja? Preis weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben den Türhersteller erpresst, haben gesagt, die Klinke ist mit drin oder er darf die Tür nicht machen. Irgendwie so. Das ist aber eine Klinke, die sehr gut in der Hand liegt. Und so eine Klinke muss, das muss man sich mal vorstellen, bevor sie in Serie geht, 200.000 Mal funktionieren, ohne Risse, ohne Sprünge. Und es darf nur 1 Millimeter Toleranz nach 200.000 Mal festgestellt werden. Machen aber, glaube ich, doch hoffentlich Maschinen, oder? Ja. Tunis. Das ist, glaube ich, eher was für kleine Patschi-Händchen hier. Ja? Und die FAZ schlägt vor, wenn Ihnen die Türen zu teuer sind, die Klinken, hier, Paris zum Beispiel, Modell Andorra, 8850, machen Sie nur an eine Seite der Tür eine Klinke. Außen. Wenn Sie drin sind, können Sie immer noch, lass mich mal raus! Und jetzt komm. Das ist der Test. Auch das erfahren wir heute aus der FAZ. Schauen Sie, solche Türen müssen ja zum Beispiel, das hier ist eine Klinke, wie man oft im Krankenhaus sieht. Und da steht, Schwestern kommen ja selten frontal auf die Klinke zu. Ja, stimmt. Sondern Schwestern kommen im Einsatz schräg auf die Klinke zu und dann muss es passen. Ich kann Ihnen das mal mit der Hand langsam zeigen. Die Schwester sagt so. Ja, die Hand fährt rein. Man bleibt nicht hängen mit Klamotten. Hier können Sie auch nicht hängen bleiben, weil das hier abgesichert ist. Und jetzt sind verschiedene Tests in der FAZ vorgeschlagen und wir wollen das einmal probieren. Zum Beispiel, wie ist es, wenn man mit dem Tablett kommt und dem Rekonvaleszenten zu Hause warmes Bier bringt für die Lunge? Ja? Tauchen dann die Klingen. Ich bin's, Walter. Ein Traum, Hewi, Spitze. Ein Traum. Hier. Weimar. Mutti, dein Tee. Ich glaube, wer Weimar in der Klinke hat, der trinkt nur Tee. Da fallen auch Sätze wie, Mutti, kommst du zum Tee, oder? Bei dieser braunen Klinke haben wir auch, glaube ich, so braune Fliesen im Bad. Und jetzt ist auch wichtig für den Krankenhaustest, auch eine Idee der FAZ. Zum Beispiel Besuch mit Krücken. Ich mache gleich die verschärfte Version mit Krücken und Blumen. Nach dem Motto, ich saß mit dem Wagen, habe aber Glück gehabt. Geht auch, oder? Wie sieht's aus mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen? Fragt die FAZ und wir haben gesagt, wir wissen es nicht. Am besten, wir probieren es aus.
bei Bonito. Perfekt, da gibt es eigentlich keine Probleme. Wie ist es jetzt? Vielleicht mal mit Zivildienstleistenden, oder? Dem Austausch-Zivi aus Marseille, Jean-Luc Papillion. Schieb mich mal. Oh. Wo willst du denn hin, Harald? Ja, ich will da an diese gelbe Klinke. Sag mal, die Ex-Frau hat ein Kind gekriegt. Danke. Die Ex-Frau hat ein Kind gekriegt, Blumen, Spielzeugkiste. Das geht. Oder? Ja, perfekt. Ja, das geht perfekt. Ich möchte noch mal testen. Wie funktioniert es, wenn jemand im Haushalt sich verletzt hat, weil er also blöde ausgerutscht ist beim Vorhängewaschen, muss dem Mann den Kaffee bringen, ja, und sagt, auch da gehe ich nicht zweimal, das für die Kinder nehme ich gleich mit. Kaputt. Ja, war zu viel. Aber man kann sagen, im Test, doch auch hier mit Koffer, die Zeit haben wir auch nicht mehr mit Koffer. So, das ist eigentlich der Satz, da kennen wir also. Ja. Ja, dann geh doch zurück zu deiner Mutter und der Wagen bleibt hier. Das hier ist die aktuelle.